Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute zeige ich dir so ein paar Produkte, die man bei Cosmetic for Less kaufen kann, denn dieses Video entsteht in Kooperation mit Cosmetic for Less. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und die deutlich offensichtlich und nicht so ganz offensichtlich Dupes zu bekannten Produkten sein könnten. Ja, und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Den Primer, den ich verwende, ja moin Sammy. Sammy ist hier oben. Übrigens, ich habe ein Buch über Sammy geschrieben. Sammy endlich ankommt, ne? Schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei und da gibt es auch noch das neue Buch, Hallo Mr. Bauchi. Ich habe, ja, zwei Bücher letztes Jahr geschrieben. Richtig, richtig cool. Eins ist letztes Jahr rausgekommen, eins ist dieses Jahr schon rausgekommen. Der Wahnsinn in Tüten. Also falls ihr mich supporten wollt, gerne unten in der Infobox mal vorbeischauen und im Pelletier Verlag vorbeischauen. Ja, Sammy ist mit mir hier oben. Darf natürlich super gerne mit Frauchen auch ins Drehzimmer, ne? So, ich wollte auf jeden Fall sagen, den Primer, den ich verwende, den habe ich euch wie alles andere auch in der Infobox verlinkt. Ne? Das ist von LA Girl, der Pro Prep HD Moisture Nourishing Face Primer. Ich möchte einfach Chancengleichheit schaffen, denn ich werde schon versuchen, auf beiden Seiten auch ähnliche Produkte zu verwenden, sofern ich denn die teure Variante hier habe. Das ist nämlich bei manchen gar nicht so leicht. Es ist nett, dass Sammy zu mir gekommen ist, aber er hat jetzt gerade einen ziehen lassen und jetzt stinkt es hier. Danke, Maus. Das ist sehr schön. Mit allen Sinnen darf ich seine Anwesenheit hier genießen. Der Primer erinnert mich ehrlich gesagt von der Konsistenz auch so ein bisschen an den Riva Loves Me Holy Grails mit Maxime Primer. Eine Marke, die uns jetzt in diesem Bereich in Dupes und so mega über den Weg laufen wird, ist Avalon Cosmetics. Da kommen wir nicht dran vorbei. Da habe ich hier die Wonder Match Skin Absolute Perfection Foundation und die habe ich in der Farbe 05 Light Porcelain. Das ist diese hier. Ich meine, allein vom Pumper her sieht sie einer anderen Foundation, die ich extrem gerne mag, sehr ähnlich. Schaut euch das mal an. Ne? So. Was soll ich dazu sagen? Gut, wir reden jetzt aber nicht davon, ob sie der Verpackung ähneln, sondern ob das Ergebnis auf dem Gesicht ähnlich aussieht. Ich gebe mir von beiden jeweils einen Pumper auf mein Gesicht. Jetzt nehme ich ein Pinselchen und ja, verteile die Foundation. Das ist übrigens von Leni Brush ein Pinsel. Falls du da auch Interesse dran hast, kriegst du auch bei Cosmetic for Less. Ist auch in der Infobox verlinkt und Claudi15, das ist ein Code, der ist nur für euch. Damit könnt ihr 15% auf alles, also auch auf Catrice Essence und so weiter, ne, bei Cosmetic for Less sparen. Also die Foundation gefällt mir schon mal richtig, richtig gut. Und das hier war jetzt die Avalon Foundation, ne? Das passt einfach richtig gut. Pinsel mache ich hier so grob sauber. Es geht jetzt nicht um 1:1 Dupes, ne? Aber es geht halt so um Ähnlichkeiten und verblende mir den Skin Realist. Lässt sich halt genauso leicht verblenden, ne? Und also ich sehe da wirklich keinen Unterschied. Beides macht halt so Natural Skin Finish. Beides lässt Rötung einigermaßen so verschwinden, aber halt nicht zu zugekleistert aussehen. Ne? Da fehlen einem die Worte, würde ich mal so sagen. Jetzt habe ich hier einen Concealer, den nehme ich aber für beide Seiten, auch von LA Girl, den Pro Conceal. Das ist so ein super gehyptes Produkt, ne? Habe ich in der Farbe Vanilla. Das ist dieses Typchen. Ja, ich kann definitiv nachvollziehen, dass das ein super beliebtes Produkt ist. Zieht euch das mal rein. Es ging gerade ruckizuck, den einzublenden. Das sieht echt gut aus. Also 1A. Wir bleiben bei Creme-Produkten und da nehme ich jetzt von Root Cosmetics in der Farbe Mochi so einen Cream Blush. Der sieht jetzt super, super dunkel aus und ich weiß nicht, also ich habe jetzt die Palette nur in der einen Variante von Nabla, die Two Reasons. Ich glaube, da gibt es ja noch die dunkle Variante, dass die dunkle Variante hier zu dem Farbton noch besser ein Match wäre oder halt ein Dupe wäre. Aber allein, wenn ich mir das angucke, ja, ich mag die Nabla-Palette offensichtlich sehr gerne. Nabla kenne ich. Easy Peasy Lemon Squeezy verwende ich super häufig. Ne? Das ist jetzt hier auch in meiner Schminkschublade unterm Tisch, weil ich den so genial finde. Und ich finde, solche Videos sind auch da einfach nur dafür da, um zu zeigen, hey, es gibt ähnliche Produkte zu einem deutlich günstigeren Preis. Ne? Man muss nicht immer super tief in die Tasche greifen.
es geht halt auch mit anderen Produkten ganz gut. Und die kriegt ihr bei Cosmetic for Less. Dann habe ich jetzt ein Produkt, das wollte ich einfach mal gucken. Jetzt allein, wo ich die Flaschen sehe, denke ich mir, könnte schwierig werden, weil der von Avalon Cosmetics, der Varieté Face and Body Liquid Highlighter, ist natürlich jetzt schon etwas glitzernder als der Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, den kleinen hier, ne, den hatte ich in der Beauty Chest, glaube ich, mal drin gehabt und ich wollte einfach nur mal schauen. Gut, hier haben wir von der Applikation halt einen Pumper. Da muss man halt sich das so ein bisschen auf die Hand geben und dann hast du halt ziemlich viel. Okay, sehr schön champagnermäßig vom Glow her, mag ich gerne leiden. Da habe ich jetzt natürlich super viel. Oh, muss ich ein bisschen was am Handtuch hier abklopfen. Ja, mag ich auf jeden Fall sehr gerne leiden. Hat einen schönen, subtilen Glow, kein Rumglitzer oder sowas. Das kann man definitiv nicht sagen. Nee, mag ich super gerne leiden. Ich muss aber sagen, dass der so ein kleines bisschen den Blush mit abgetragen hat. Ne? So, dann andere Seite mit dem High-End-Produkt. Da haben wir hier so einen Concealer-Applikator quasi, also Schwämmchen-Applikator. Pinsel mache ich wie immer hier am Handtuch neben mir sauber. Kann den dann auch einarbeiten. Ja, wobei auch der trägt ein bisschen den Creme-Blush dann ab. Kommen wir mal zu den pudrigen Texturen. Da habe ich jetzt hier auch von Avalon Cosmetics das Varieté Hydra Loose Powder. Ja, ne, da habe ich jetzt leider nicht von Becker mehr das Loose Powder, das Hydra Powder. Becker gibt es ja so nicht mehr. Huch, da haben wir hier so ein Netz und das ist ein gelbes Produkt. Sieht so aus. Hier ist so ein Schwämmchen-Applikator mit dabei, was man sicherlich gut verwenden kann. Ich möchte aber super gerne von Giacomo Cosmetics, beziehungsweise mittlerweile Magiamo, den Puffel nehmen hier. Den Giacomob. Und ja, presse mir das quasi unter meine Augen. Oh, das ist super angenehm. Ja, fühlt sich auch wirklich nass auf der Haut an. Krasses Pferd. Ja, 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 ja. Das ist wirklich schön. Also macht ein tolles Ergebnis. Settet schön, erfrischt wirklich die untere Augenpartie. Und deswegen, ja, also würde ich schon sagen, dass es da ein guter Ersatz wäre, falls man halt entsprechend sich damals sehr in dieses Hydra Powder von Becker verliebt hat, ne? Und jetzt sehr traurig ist, dass es die Marke so nicht mehr gibt, könnte das auf jeden Fall ein guter Ersatz sein. Also gönnt euch hart, Leute. Jetzt habe ich hier Bronzer am Start und da musste ich tatsächlich ein bisschen in meiner Sammlung forschen, um ehrlich zu sein. Beide Bronzer hatte ich schon da. Da habe ich einmal den Klassiker, den wir ja kennen. Habe ich jetzt hier eine Cheekstars Palette, ne? Den Hoola Bronzer von Benefit tatsächlich. Und auf der anderen Seite trage ich von Milani den 03 Suntan Silky Matte Bronzer auf. Hier seht ihr dann die beiden einmal auf dem Finger. Also, ne, das ist schon relativ ähnlich, würde ich sagen. Jetzt darf ich nur nicht vergessen, welcher war jetzt welcher. Hoola, Milani. Ja, komm. Außer Entfernung sind die sich relativ ähnlich. Ja, der Hoola ist halt sehr, sehr pudrig, ne? Also, gehst du mit dem Pinsel rein, hast du direkt ganz schön viel auf dem Pinsel. Muss ein bisschen abklopfen, ansonsten wird es ein bisschen heftig. Aber ich mag den. Das ist halt so der Klassiker. Ne? Man kennt ihn schon seit Jahren. Und jetzt schauen wir mal, ob der Milani genauso gut kann. Ja, er ist auch sehr, sehr pudrig, wenn man mit dem Pinsel reingeht. Und man kriegt super schnell ganz schön viel aufs Gesicht. Huch, den muss ich gut verblenden. Also, ganz ehrlich, wenn mich jemand so treffen würde, würde man nicht sagen, du hast jetzt irgendwie unterschiedliche Produkte rechts und links aufgetragen. Ne? Das ist schon sehr vergleichbar. Für die Augenbrauen habe ich jetzt erstmal von Avalon, es ist jetzt fast auch ein Full-Face-Avalon, aber nicht komplett. Nee, wir haben auch noch andere Marken, das habt ihr auch gesehen, ne? Das Brow Art Duo Pen and Filling Powder habe ich in der Farbe Light hier. Da habe ich eher für eine der beiden Seiten quasi ein Dupe, aber halt jetzt nicht unbedingt das farblich passende Dupe. Also ist ein bisschen schwierig. Hier habe ich jetzt auf der einen Seite ein Puder, was ich einfach jetzt auch auf beiden Seiten auftragen möchte. Ja, und das Puder ist halt einfach zum rein Auffüllen der Augenbrauen da. Und deswegen mache ich das doch einfach mal. Ich finde es einfach mit diesem Schwämmchen und dem Produkt im Deckel immer ein bisschen schwierig. Da bin ich nicht ganz so Fan von, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Ne? Aber naja, es geht halt schnell, aber du kannst damit halt nicht wirklich präzise arbeiten, finde ich. Und vielleicht haben sich ja auch die Macher von diesem Produkt genau das überlegt. Nämlich, dass die Puderseite quasi die Alltagsseite ist und du dann für das Filigrane am Wochenende, wenn du auf Party gehst und ein bisschen mehr Zeit hast, die andere Seite nehmen kannst. Da haben wir nämlich so ein Pinselvieh.
schaut einmal so aus. Und das kommt uns doch schon mal sehr, sehr bekannt vor. Und zwar hat Nabla auch wieder so ein Produkt rausgebracht. Das ist der Brow Ambition. Ich habe es eben nachgeguckt. Ich habe leider nicht die identischen Farben. Und das sieht, glaube ich, ziemlich weird aus, wenn ich da jetzt ein Auge so machen würde. Denn ich finde, dass der Eveline etwas aschiger aussieht. Ne? Der ist auch etwas leichter pigmentiert, ist etwas aschiger und deswegen trage ich jetzt auch den Eveline auf beiden Seiten auf. Ja, wie gesagt, der Nabla ist ein bisschen sehr doller von der Intensität her. Er ist viel, viel, viel wärmer und der Eveline, man sieht es vielleicht auch hier so auf der Hand jetzt, ne? Der blutet etwas mehr aus. Das ist nicht jedermanns gewünschtes Resultat von solchen Produkten. Farblich ist es für mich aber natürlich viel, viel cooler, wenn ich so ein aschiges Produkt habe und verwende, als wenn ich halt so ein warmes, ja, wie von Nabla halt habe, ne? Ja, also so sehen dann die Augenbrauen aus. Ist jetzt, also ich persönlich, ne, finde halt diese Filzstifte für die Augenbrauen immer etwas schwierig, weil bei mir sieht es dann schnell eher so nach gewollt und nicht gekonnt aus und ein bisschen nach Waldschrat. Also das ist halt so mein Empfinden, aber gut, ich habe es jetzt drauf. Es ist sehr, sehr aschig, aber ich finde es okay, ne? Also vom Ergebnis her, ich fixiere mir das Ganze jetzt mit dem Eveline Brow Gel. Auch das habe ich da, das war glaube ich in der Box, die Like a Daisy in Spring Sarah Isabel zusammen mit Cosmetic for Liz rausgebracht hatte. Übrigens ein sehr, sehr gutes Augenbrauengel, ne? Also das hält auch wirklich gut, die Augenbrauen. Ich habe jetzt hierzu kein 1:1 Vergleichbares in meiner Sammlung gefunden, aber von der Intensität her ist es schon vergleichbar mit dem 24 Hours Brow Setter von Benefit, würde ich sagen. Aber das Füßchen ist halt ein komplett anderes. Klar hätte ich jetzt bei den Lidschattenpaletten diesen Klassiker Essence 5 in a Box versus Natasha Denona Mini-Paletten nehmen können. Deswegen habe ich mir das einfach mal gespart und gesagt, komm, jetzt schminken wir einfach einen schönen Look mit der Freshly Cut Palette Flower Child von Root Cosmetics. Das ist einfach eine schöne bunte Lidschattenpalette und ja. Da wollte ich jetzt einfach mit euch zusammen was aufs Auge zaubern. Sarah Isabel hat mich dazu inspiriert, dass ich jetzt auch mal so ein bisschen mehr mir diese Tesafilm harte Kante Looks Geschichten schminken könnte. Was war das für ein Satz, Claudi? Der war nicht sinnvoll. Genau. Und deswegen habe ich mir jetzt mal wieder Tesafilm ins Gesicht geklebt. Ja, ich nehme mir mal dieses Türkis Gentian auf. Und den setze ich mir so nach außen und also quasi als Transition-Ton, ne? Und blende den auch so in meine Lidfalte mit rein. Vielleicht ist das hier aber auch ein Dupe zu der Natasha Denona Pastel-Palette. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Könnte man so sagen, ne? Weil manche Töne sind dem doch sehr ähnlich. Aber dafür habe ich hier definitiv viel, viel mehr Farbauswahl, ne? Dann ist das bei diesen harte Kanten-Look so, dass man als nächsten Ton einen irgendwie dunkleren Ton nimmt. Dann nehme ich jetzt hier Forget Me Not, vergiss mein nicht, diesen hier oben. Nehme ich den gleichen Blendepinsel wie gerade auch, ne? Damit wird das hier außen verdunkelt, intensiviert, wie auch immer. Und auch noch in die Lidfalte mit reingeblendet, um da auch noch mal ein bisschen mehr Tiefe zu machen. Die Töne unterscheiden sich jetzt nicht so heftig. Ich habe jetzt kein richtiges dunkles Grün oder dunkles Blau hier drin. Ist wirklich eher so ein Dupe zu der Natasha Denona Pastel Palette. Muss ich mal nachher gucken, inwiefern die sich ähneln. Egal. Auf jeden Fall nehme ich jetzt hier den Ton Soil einfach. Das ist so ein bräunlicher Ton. Und den nehme ich so ein bisschen, um hier außen zu verdunkeln. Und natürlich meine Kante noch etwas mehr zu schärfen. Und im Prinzip mische ich mir den jetzt ja quasi in diese Grüntöne mit rein, damit die Grüntöne etwas dunkler werden. Dann nehme ich mir jetzt den Ton Sunflower, das ist dieses Gelb, ein Sonnengelb und das kommt jetzt auf mein bewegliches Lid einfach so drauf. Voll witzig, ne? Ich lasse mich hier ständig inspirieren gerade. Jetzt gerade inspiriert mich mein Klebestreifen. So, ich glaube, die Klebestreifen können jetzt auch mal so langsam ab hier. Sieht aber cool aus mit dieser Kante, muss ich sagen, ne? Also da, ja, hatte ich ja auch schon in dem Schminki mit ihr gesagt, dass ich das öfters machen möchte. Mache ich jetzt auch. Doch, doch, ist cool. Mit so einem Point Brush nehme ich mir jetzt den Ton Lavender auf, also quasi Lavendel. Passt ja, ne? Das kommt an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich mir den Ton Pollen auf. Das ist einfach so ein goldener Schimmerton, nämlich mit dem Finger. Und gebe mir den auf mein bewegliches Lid. Holla die Waldfee. Das strahlt jetzt gerade schön. Den Point Brush mache ich ein bisschen sauber und dann nehme ich hier den Ton Dandelion auf. Das ist eigentlich eher so ein Topper Shade, aber ich möchte den ganz gerne in meinen Innenwinkel haben.
Boah, und den setze ich mir jetzt auch ein bisschen noch über das Gelb, also das Gelb-Gold so drüber, ne? Weil das sieht gerade enorm krass aus. Guck mal. Ui, das mag ich gerne. Auch so ein bisschen Glitzerschimmer unter die Augenbraue. Läuft. Glitzer-Fallout lässt sich übrigens auch immer super mit dem Jocomob so wegwischen, ne? Der ist echt klasse. Ja, nicey-ke-picey, das hier wäre jetzt mal wieder ein sehr schöner, farbenfroher Look, ne? Mag ich gerne leiden. Und jetzt kommen Eyeliner im Spiel. Ja, das ist jetzt natürlich spektakulär, Leute. Denn da hat auch wieder Eveline was rausgebracht. Und ich weiß gar nicht, wo ich den anderen her habe. War der im Trashy? Ich glaube schon. Und zwar hat Eveline den Varieté 2 in 1 Double Effect Eyeliner in Pencil in Waterproof rausgebracht. Das ist dieser hier. Und ich hatte nämlich schon mal einen da, an den er mich sehr erinnert hat, ne? Weil wir haben hier eine Filzstiftspitze und hier verwende ich jetzt nicht so unbedingt eine Kajalenspitze, ne? Kann man für Smoky Eyes dann ganz gut verwenden. Aber gerade diese Doppeleffektgeschichte erinnerte mich sehr an den Tartist von Tarte. Von Tarte. Und da haben wir auch wieder ein Kajal zum Hochdrehen. Und auf der anderen Seite weiße Bescheid, ne? Unglaublich. Ja, und die werden jetzt mal verwendet, um einen Eyeliner zu ziehen. Das war die. Ich vergesse das die ganze Zeit. Das ist die High-End-Seite. Hier muss ich aber sagen, dass mir der von Tarte besser gefällt, weil der irgendwie intensiver gemalt hat. Also der von Eveline, keine Frage, man sieht auch keinen wirklichen Unterschied jetzt auf den Augen, ne? Aber in dem Auftrag hat mir der von Tarte einfach ein bisschen besser gefallen. Trotzdem, beide machen einen schönen Eyeliner, ne? Kannst du nicht anders sagen. Chancengleichheit für die Mascaren schafft diese Wimpernzange, denn die biegt jetzt meine Wimpern. Und da haben wir natürlich diese beiden Schätzeleins. Einmal die Sexy Eyes von Eveline und die Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara von Charlotte Tilbury. Da habe ich euch auch schon ein Reel auf Instagram zu abgedreht. Und ich habe auch schon das ein oder andere weitere Reel bzw. Vergleichsvideo dazu entdeckt. Denn das ist wirklich, also schon mal sehr, sehr offensichtlich, weil das ist eine sehr außergewöhnliche Form, ne? Und ja, da überlegt man sich das halt einfach, ob man sagt, man gibt die 30 Euro für die Charlotte Tilbury aus oder die 7 Euro für die Eveline. Und da muss ich tatsächlich schon mal sagen, dass die Eveline mir länger gehalten hat auf den Wimpern. Und die Pillow Talk ist über den Tag etwas runtergebröselt. So, jetzt machen wir die mal drauf. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Ne? Also wenn man es nicht wüsste, wird man eigentlich keinen Unterschied sehen, muss ich sagen. Beide verlängern die Wimpern. Ich finde die von Eveline sogar noch ein bisschen besser. Wobei, ich habe jetzt auch kein super symmetrisches Gesicht. Das heißt, vielleicht sind meine Augen auch einfach anders. Ne? Aber also ich sehe da keinen wirklichen Unterschied. Vor allem, wenn man das ja auch aus der normalen Entfernung sehen würde und nicht aus dieser Nähe. Ne? Aber trotzdem, geht vollkommen fit, oder? Bei den Lippen habe ich leider bemerkt eben, dass ich das High-End-Dupe-Produkt dazu nicht hier habe, aber ich habe ein anderes High-End-Dupe-Produkt quasi. Und zwar geht es auch wieder um Eveline Cosmetics Varieté Satin Lipstick in der Farbe 04. Jo, in der Farbe 04. Da hatte nämlich die liebe Magdalena, das ist dort die Inhaberin, mir gesagt, dass das zu den Nabla-Lippies ein Mega-Dupe sein soll. Ich trage den mal auf. Super angenehm cremig. Und halt auch echt eine wunderschöne Farbe, ne? Und das sieht natürlich richtig gut auch mit dem Pulli hier aus. Genau. Ich habe jetzt aber das Nabla-Produkt nicht da. Ich habe aber von Natasha Denona I Need a Nude den hier in der Farbe 36 NP Amorosa. Das war mal in so einem Lip-Kit mit drin, in einem Set mit dabei. Zum Valentinstag, genau. Ja, der ist ein bisschen matter, ne? Ja, und ein bisschen heller. Ja, das passt nicht so ganz. Nein, das passt wirklich nicht so ganz. Aber gut, der Versuch war es wert. Auf jeden Fall wäre das jetzt quasi mein fertiger Look mit den Produkten, wo ich sagen würde, da würde ich auf jeden Fall bis auf die Lippen jetzt sagen, das passt, ne? Das ist schon ein krasser Unterschied. Und also ein Unterschied im Sinne von ein preislicher Unterschied. Aber vom Finish her ein sehr ähnliches Ergebnis. Ich mag das einfach unheimlich, dass man einfach jetzt auch schon zu so vielen coolen High-End-Produkten, die definitiv auch ihr Geld wert sind, ne? Keine Frage, auch sehr, sehr schöne, ja, Alternativprodukte im günstigen Segment gibt. Und schaut da gerne mal bei Cosmetic for Less vorbei mit Claudi15. Wie gesagt, könnt ihr nochmal on top dazu etwas
sparen. So, ihr Lieben, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!